Ich grüße dich. Heute wollte ich dir mitteilen einen schönen Trick aus meiner Werkstatt. Und zwar, heute geht es um Thema Holzfläche reparieren. Und was meine ich damit? Nicht jetzt die Holz nehmen, Schleifpapier, alles abschleifen. Nee, das meine ich nicht. Weil oft hat schon uns passiert, mich selber, und weil auf die Parkettboden, da fehlt eine Gläser unten, da ist sofort eine Delle. Oder ziehst du die Stuhl, da ist keine Filzgleiter, da bleibt Abdruckstelle auf die Parkett. Und dann hast du die Massivholztisch und dann kommen die Kleinen und spielen mit seinen Autos. Oder er schiebt eine Kugel oder sonst was oben und da bleibt die Spur. Und was jetzt? Das ist ein neuer Tisch, die kostet XY Euro. Was machst du dann? Neu kaufen kannst du nicht, aber ich habe eine Lösung für dich. Ich habe jetzt eine Stück Holzplatte genommen und auf diese Platte zeige ich dir, wie kannst du solche Schaden selber reparieren. Manchmal geht das nicht komplett weg, bleibt da kleine Abriss oder Spur. Wie man sehen kann, bei dem Holzplatte, die ist jetzt ganz glatt geschliffen, da ist gar keine Spur oder Abdruck oder sonst was. Da zeige ich jetzt so. Und bis jetzt hast du bestimmt gedacht, aha, was macht er? Die Fläche ist glatt, wie will er da was zeigen? Ganz klar. Ich nehme jetzt einmal den Pinsel und mit dem wollte ich simulieren. Jetzt sage ich zum Beispiel, die Stühle ziehst du auf dem Holzboden. Und da ist Kant und da bleibt die Spur. Ich drücke das hart, wie es geht, in die Holz und dann ziehe ich einfach durch. Und da ist jetzt jede Menge Spur geblieben und bevor ich jetzt fange an weiter mit dem Arbeit, ich zeige dir, wie das momentan aussieht. Und hier ist jetzt ganz klar erkennbar jede Spur. Und das hier zu machen, wir brauchen die folgenden Sachen. Ich habe mir jetzt hier vorbereitet, das ist jetzt hier einfach eine Lappe in ein bisschen Wasser. Dann habe ich hier einfach die ganz normale, die weißes Papier, die nimmst du vom die Printer oder sowas, was hast du da zu Hause. Aber was ist richtig, keine Tinte drauf, da muss die weißes Papier sein oder bleibt die Tinte spät auf dem Holz. Und natürlich die richtigste Teil, die eine Bügeleisen, das kannst du ja von die Frau klauen, schnell die sowas zu machen. Aber ich habe meine von der Werkstatt, das ist die alte Bügeleisen, ja. Die lasse ich jetzt, dass die ein bisschen aufheizt. Und bei dem Holz, wir müssen jetzt so machen. Einfach Klappe nehmen, nass machen. Dann mache ich das weiter so, dass ich nehme jetzt die Stück Papier, stelle ich auf die beschädigte Fläche. Und dann nimmst du die Bügeleisen und heißes Bügeleisen einfach über die Papier und die Holz, ja, bügeln. Und ich mache hier jetzt einen kurzen Schnitt in das Video und ich sage euch, versucht mal das selber zu machen. Wann es klappt, schreibt mir einfach da unten einen Kommentar, wie hat das bei euch geklappt. Und einfach, wenn es klappt, lasst dann noch ein Abo auf den Kanal. Das freut mich sehr für jede neue Abonnente, was kommt auf meinen Kanal. Weiter geht's. Und natürlich, manchmal muss man zweimal, dreimal, fünfmal da ein bisschen mit dem Wasser nass machen, dass die wieder alles tippitoppi ist, draufstell mit die Bügeleisen. Und das war's, Leute. Nachdem nur zweimal mit dem Wasser drüber und mit die Bügeleisen, die komplette Druckstelle ist weg. Wenn ich jetzt gucke, die Holz über die bestimmte Winkel, da finde ich noch ein paar Stellen, wo kann man noch ein bisschen nacharbeiten, aber für die Zwecke vom Video muss ich nicht genau. Wahrscheinlich glaubst du mir nicht jetzt, dass die funktioniert. Ich würde sagen, nimm einfach ein Stück Holz, mach solche Abdruckstelle selber. Sogar versuch mal mit dem Hammer ein bisschen reinzuhauen und dann siehst du, wie das alles nach außen zieht sie wieder aus. Da bleibt kleine Spur, aber das ist nicht mehr so Delle, so tief. Ich zeige dir jetzt die Platte, wie die aussieht von der Nähe, dass du siehst, dass die komplette Spur ist weg. Jetzt siehst du, die komplette Spur ist weg. Wenn ich jetzt irgendwo suche, da finde ich bestimmt einen Abdruck noch, aber wie gesagt, für die Zwecke von dem Video, das reicht schon. Und das wäre jetzt nur eine von den vielen Tricks, was wollte ich dir zeigen und mitteilen. Deswegen, du weißt, was du jetzt machen musst.
deine Abo da auf die Kanal lassen und direkt die Glocke anmachen, damit du keine neue Video wie jetzt diese hier von mir verpasst. Und jetzt in diesem Sinne sage ich Gruß, bis nächstes Mal.